Sonja Hannemann war 24 Jahre alt, leidenschaftliche Stammhörerin von 101.5 und lag im Tiefschlaf. Als sie um 8.29 Uhr von einem Leben in einer Jugendstilvilla am Herthasee träumte, klingelte das Telefon auf ihrem Nachttisch. Zu dieser Zeit forderten gleich mehrere elektronische Werbelaufbänder am Alexanderplatz und rund ums Kanzlereck die Hauptstädter auf, sofort ihr Radio einzuschalten. Alle 5 Minuten wurden die Zuschauer jetzt darüber informiert, wie sich jeder am Telefon melden sollte, um das Schlimmste zu verhindern. Hallo? Hier ist 101.5 und wir spielen gerade Cash Call. Entschuldigung, ich habe gerade geschlafen. Habe ich jetzt was gewonnen? Nein, Sie haben sich leider nicht mit der richtigen Kohleparole gemeldet. Die richtige Kohleparole hätte gelautet, ich höre 101.5 und jetzt lass eine Geisel frei. Eine Geisel? Ja. Das ist ein Scherz. Nein. Und was passiert jetzt? Jetzt muss ich leider auflegen und jemanden erschießen. Amokspiel von Sebastian Fitzek. Gelesen von Simon Jäger.